Wie ist denn nun der Wald entstanden? Die einen sollen so, die anderen so. Wie sich das die alten Wikinger und die alten Germanen vorgestellt haben, das kann ich euch erzählen. Aufgeschrieben hat's damals keiner, weil die hatten noch keine Schrift. Aber die haben sich's mündlich überliefert und damit sie sich's besser merken konnten, hatten sie's gereimt. Das waren Dichter, die das gemacht haben, die hießen die Skalden. Und gereimt haben sie es mit einem Stabreim. Das ist was anderes als heutzutage, da haben wir einen Endreim, also auf der grünen Wiese sitzt die dumme Liese und so weiter. Es reimt sich hinten. Damals dort sich's vorne reimen, erster Buchstabe gleich. Milch macht müde, Männer munter. Met macht muntere, Männer müde. Und so weiter. Und erst im 13. Jahrhundert, da dort's in Mönch in Island aufschreiben. Snorre, Sturlas Sohn hat er geheißen. Von 1178 bis 1241 hat er gelebt. Und das Buch hieß die Edda. Das habe ich gelesen und deshalb weiß ich Bescheid. Ne? Also am Anfang war mal gar nicht. Ne? Das geht los wie in allen Religionen und sogar wie an der Wissenschaft. Da war nicht. Und dieses Nicht hatte einen Namen, das hieß Ginnungagap. Ginnungagap. Ein gewaltiger Lehrerabgrund. Sonst nicht. Aber irgendwann und irgendwann tat sich dieser Abgrund, dieses Nicht erwärmen, und zwar vom Süden her. Da wurde es heiß, da wurde Feuer, und das Ding hieß Muspelheim, das Feuerhausen. Und auf der anderen Seite, am Norden, da wurde es kalt. Niflheim hieß es. Da entstand Eis und Schnee und Nabel und Kälte und irgendwann, das musste ja so kommen, da stießen die beiden Elemente aufeinander. Da das Krachen und Donnern und da entstand Tau und Schneeschmelze und was weiß ich und in der ganzen Brühe entstand das allererste Wasen. Ein riesiges, monströses Ding. Der Riese Ymir. Vielleicht war das auch so eine Art Ursuppe. Keine Ahnung. Der dort den ganzen Tag nichts machen, außer da drin liegen. Mal wurde schon warm von den Muspelheim, mal wieder ein bisschen kälter. Irgendwann begann er zu schwitzen. Und dort aus seinen Achselhöhlen raustruppen. Und da entstanden tatsächlich zwei neue Wesen. Das war ein Mann und eine Frohe. Und auch die Füße dorten sich miteinander paaren, sozusagen. Und da kam auch ein Wesen raus. Ein Riesenkerle mit 6 Ketten. Trutelremier, der vor Kraft schreiende. Und dann war noch eine Kuh da. Woher die kam, das hat keiner aufgeschrieben. Autumla hieße, die Urkuh. Und aus deren Euter hat der Riese Ströme von Milch gesoffen, also der Ymir. Ne? Und die Kuh, die dort nur so ein bisschen rumlecken, die Eisbrocken belecken, die Felsen belecken. Und irgendwann, da leckte sie aus den Felsen an Kopf hervor. Und da leckte sie weiter, da kam ein ganzer Mensch raus. Ja, vielleicht war schon kein Mensch, nee. Das war also auch so ein Viech. Buri hieß er. Der Buri, der war auch schon wieder schwanger und kriegte alsbald einen Sohn und der hieß Bur. Dieser Bur machte sich nur auf den Weg, lernte so eine Riesenfrohe kennen, na? Und die gefiel dem. Bestla hieß er. Mit der hat er sich da vorne gemacht und die kriegte nur alsbald Drillinge. Und nun wird's spannend. Denn der erste, der hieß Odin, der Hohe, der zweite Willi, der Wille, und der dritte Vi, der Heilige. Die drei waren nur ein bisschen was Besonderes, die nannten sich auch gleich die Asen. Das waren nur schon so richtig Stücke da.
Und die wollen mit ihrem Urgroßvater, den Ymir, der immer bloß faul rumlag und einen Riesen nach dem anderen fabriziert, überhaupt nicht einverstanden. Und so kamen sie auf die Idee, ihn einfach zu erschleuen. Die einen sollen die anderen an Felsbrocken auf den Schädel gekloppt, die anderen, dass sie mit den Eiszapfen erdolcht haben. Egal, er war tot und nur dort erblutten wie Sau. Vielleicht war schon kein Blut. Mancher kann ja auch kein Blut sein, denn es war recht viel. Vielleicht war schon Wasser. Und es war sehr viel, denn alles ringsrum dort in der Brühe absaufen. Die ganzen Riesenviecher, die der Ymir fabriziert hat, seien ersoffen. Bis auf ihn. Der Begelmir und sein Weib, na, Begelmir, der wie ein Bär brüllende, der dort sich flüchten. Die einen sollen mit einem Baumstamm, die anderen mit einem Boot, die dritten in einer Hand, die den Ymir verloren gegangen war, da taten sie wie mit dem Boot sich davon stehlen und so haben sie überlebt und die ganze Riesenbande konnte sich neu vermehren. Aber nu, was fangen wir denn mit den toten Ymir an? Die drei Brüder überlegten. Willi und Wie wollten den Kleinen in den Abgrund reinschmeißen, dass ihn los sein. Aber der Odin, der hatte Größeres vor. Der wollte sich jetzt eine richtige schöne Welt damit erschaffen. Und weil er ein Gott war, und er konnte das auch, ne? Dann nahm er als erstes Mal das Blut. Ich meine, es war ja schon da, das bildete die Meere und die Flüsse. Also muss es doch Wasser gewesen sein, ne? Das Fleisch von den Emir, daraus da der Erde zaubern, aus den Knochen Felsen machen, Gebirge formen und so ein Zeug. Die Schädeldecke von den Viech, die muss riesig gewesen sein. Die haben sie an den Himmel getackert als Himmelsgewölbe. Und damit sie nicht wieder runterkommt, da dorten sie sich vier Zwerge engagieren, die mussten das Himmelgewölbe halten. Im Norden der Nordri, im Süden der Sudri, der Westri im Westen und Austri im Osten. So hatten sie gleichzeitig die Himmelsrichtung erfunden. Aus den Haaren dorten sie Pflanzen machen und ein paar Funken aus Muspelheim, die schmissen sie Richtung Himmel, da kreisen sie durch die Gegend als Sterne. Die Mitte von dieser Welt, die nannten sie Midgard, die Mittelerde, die Mittelwelt. Die waren am schönsten gelungen, das gefielen. Und nun wollten sie sich dort ansiedeln und haben sich oben auf dem Berge eine schöne große Burg gebaut. Und da sie sich die Asen nannten, war es ihre Asenburg Asgard. Ein herrliches Ding, ein Riesenbau, wunderschön. Das kann ich euch sagen.